Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zum zweiten Top 4 Kampf des Arena Battles 3. Mein Name ist Lauris und wir spielen heute gegen Krawotzke. Genau, richtig der tolle Name. Ich weiß auch nicht, wie man auf den Namen kommt. Egal, wir spielen auf jeden Fall gegen ihn. Ich muss natürlich die Top 4 Musik auswählen. Ich weiß gar nicht, ob ich es auch beim letzten Mal gemacht habe. Da ist auf jeden Fall die Top 4 Musik. Das gleiche Team wie letztes Mal, denn ich denke, dass jeder Herausforderer, der das Team das erste Mal sieht, oh, also jeder Herausforderer sollte gegen das Team mal gespielt haben, meiner Meinung nach. So, wir sehen von ihm Lando, T, dann Scissor, Infernape, Lantron, Tangolos und ja, Mega Dancy. So, wie machen wir das? Wie gewinnen wir dieses Match? Ich denke, dass das Heatran sehr gut sein wird. Wir starten wieder. Könnten. Ah, haben wir Toxic auf unserem. Wir haben da kein Toxic, aber wir haben Stachler. Wir können Wirbelwinde natürlich. Brauchen wir unsere Rocks auf der Mega Diancy, ne? Ich frage, ob er direkt mit dem Lando leadet. Dann könnten wir in der Theorie direkt mit unserem. Hier. Zu Merlin, den richtig abfacken, aber die Frage ist, ob wir das wollen. Schwierig. Mal gucken, was jetzt der sinnvollste Lead ist. Digga, der Jens, was macht das denn? Gegen Demons. Könnte tatsächlich Rocks rauslegen, das wäre echt geil. Not gonna lie. Ich halt gegen viele Monster, das ist mein Problem damit. Sagen wir mal, wenn er mit alles wäre okay. Das Mega Dance selbst wäre okay. Außer Sherox, weil da lebe ich keinen Hit. Ich kann mich halt einfach nicht megan und dann Rocks legen und dann wäre das cool. Ich liebe die Musik der Top 4, what the fuck, ist geil. Anton ist gar nicht so bad. So, Herz ist da. Ich will mich halt nicht mega, weil ich will halt nicht so viel Schaden bekommen. Ich will diese Rocks auf jeden Fall haben. Wir gehen einfach auf die Rocks. Wir megan uns nicht. Ein bisschen Schaden rein, aber das ist okay. Wir haben auch unseren Bulk. Herz. Und wenn er jetzt Road Switch bekommt, sogar nochmal einmal Rocks. Er drückt einfach Instant Spot, okay. Der Burn nicht, das ist, könnte von Vorteil sein, actually. So, wir megan uns jetzt und hauen mal richtig Damage drauf. Die Erdkräfte würden halt wehtun. Ich glaube, die drücken wir auch einfach mal. Ich glaube, Erdkräfte ist jetzt hier der Beste. Ja, wir drücken einfach mal megan und Erdkräfte. Wir megan uns, drücken Erdkräfte. Wir müssen den Low hauen, das ist wichtig. Ich will da auch nichts reinwechseln, actually, weil Azumarill ist halt super gut in dem Match. Und der kann halt geburnt werden, da habe ich gar keinen Bock drauf. Heatwin wäre irgendwie okay. Aber auf den will ich, den brauche ich unbedingt ganz, ganz dringend für Tangolos. Ja, dann haben wir noch Excadrill, der will auch nicht geburnt werden. Magena wäre okay, aber Magena macht dagegen gar nichts. Macht halt nicht viel Schaden und Erdkräfte wird jetzt noch ein bisschen töten. Und das Gamy will ich auch nicht reinwechseln. Das macht ungefähr 50%. Und der Wolfswitching könnten wir sogar leben. Tun wir auch, geil. Und die Frage ist, was geht da rein? Vielleicht einfach direkt Sherox? Oder Lando? Wenn er Lando geht, könnte er seinen Defog ansetzen. Da würde ich ihn direkt abballern mit Moonblast. Sherox kann natürlich auch Defog, Mega Sherox. Aber dann würde ich, glaube ich, in Heatwin gehen und einen Mon trappen. Das wäre, glaube ich, dick, wenn ich dann Heatwin einen Mon getrappt bekomme. Gerade. Hast du Krawotzke schon geantwortet? Ja, wir kämpfen gerade, ne? Ja.
So, der Florian, ne? So, was kommt da rein? Eiser. Das ist Sheerox. Ich glaube, es sieht schon geiler ist. Also wenn wir jetzt Rocks verlieren, schön. Es ist kein Mega-Shirox. Dann gehen wir nicht in die Türen, weil er U-Turn wahrscheinlich. Wenn er die. Ha! Für Rocks verlieren ist das nervig, aber wir haben immer noch Spikes und die treffen auch irgendwie 5 Mons. Hat er auf normalem Sheerox wirklich. Das ist jetzt hier die Frage aller Fragen. Ich könnte auch HP Fire haben. Vielleicht greift er mich auch einfach an. Dementsprechend gehen wir einfach mal unser Beulenhelm-Pokémon. Das ist Ehre. Er greift an, das ist gut. So. Und die Frage ist, hat der Defog? Weil er wird der Speedrun? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach einmal auf Stachler, weil wir haben nichts zu verlieren. Wir sind leider schneller. Langsamer wäre cooler gewesen, tatsächlich. Weil, wenn er jetzt Seafox sind, auch die Stachler direkt weg. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Zap. Okay, den können wir aber brechen. Ist gar kein Problem. Den Zap können wir brechen. Zap können wir definitiv brechen. Und Sturzflug. Wir sind Gott sei Dank schneller. Können auch gleich, wenn er jetzt SD'd, er drückt SD, okay. Können wir ihn Wirbelwinden? Ich glaube, er wird sich hochheilen mit Roost. Dementsprechend ist Wirbelwind schon der Play, weil er halt dann. Obwohl wird er sich. Vielleicht drückt er auch nochmal Sub. Ich sehe ihn halt nicht angreifen, er macht halt immer noch gar keinen Schaden. Ich würde sagen, wir drücken einfach Wirbelwind. Komm, wir Wirbelwinden ihn jetzt raus. Wir binden den sowas von raus, das kann er komplett vergessen, da drinnen zu bleiben. Durchbruch, ja, das macht ein bisschen Schaden, aber nicht super viel. So, weg mit dir. Was kommt da rein? Landturm, das ist bad. 50% Beere hat er, okay. Landturm ist bad. Er ist wahrscheinlich schneller als wir, obwohl wir sind schneller. Ich will das eigentlich auch überhaupt nicht. Wir können immer ihn reinwechseln und wieder boosten. Das ist das Schöne. Und ich rechne halt so ein bisschen mit Volt Switch. Wenn das Scarlet. Ich meine, das wäre kacke, wenn Excadrill wirklich geburnt wird. Aber ganz ehrlich, er ist halt defensiver. Der ist halt defensives Excadrill. Er wird den Scarlet nehmen, wenn er wirklich Scarlet. Ich rechne halt eher mit Volt Switch. Okay, er scoldet, das ist, aber oh, wie gesagt, fein, das wird nicht so. Wollte ein bisschen. Solange kein Burn kommt. Okay, fein. Und jetzt toxicen wir das Lando, was jetzt reinkommt. So ein geiles Team, das spielt sich so irgendwie. Das spielt sich irgendwie geil. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich so richtig an, dieses Team zu spielen. Ist es wieder Sherox? Nee, das ist Lando, aber perfekt. So, jetzt muss der Toxic nur durchkommen, dann bin ich fein. Wenn jetzt der Toxic durchkommt, sieht es sehr gut für uns aus. Yes. Ich sollte WhatsApp-Web schließen. Das ist irgendwie nervig vielleicht für euch. Sorry, weg mit dir, WhatsApp-Web. So, auf jeden Fall haben wir den getoxic, das ist geil. Und die Frage ist, wie wechseln wir jetzt? Also, wir könnten Rocks predict und in Mega Dance gehen, weil folgendes: Wenn er EQ'd, ist Mega Dance ist überhaupt nicht mehr wichtig, ja? Dann stirbt das halt, dann kriegen wir noch eine Switch, dann können wir in sowas wie. Gehen wir dann Azumarill und drücken dann Aqua Jet oder sowas. Wenn er das aber nicht macht, ja. Und wenn er wirklich Rocks. Wir wollen jetzt einfach Rocks preventen, ja. Wir wollen aber keine Rocks auf unserer Seite haben. Weg mit den Rocks. Wir predicten jetzt Rocks. So, Herz. Bitte sag mir, dass du einfach Rocks gedrückt hast. Auflockern, ja, das ist doof. Weil es halt trotzdem freundlich. Also ich mache jetzt auflockern. Ja, wird gelaufen, würde ich sagen. Das Toxic ist halt geil. Und ich würde sagen, wir können einfach mal angreifen, hätte ich jetzt. Aber wir drücken einfach nochmal direkt Rocks. Ja, würde ich sagen. Wir drücken einfach nochmal Rocks. Komm.
Komm, komm, Harnscheine, komm. Wenn der EQ ist halt fein, sterben wir halt. So, er drückt EQ, aber er bekommt nochmal Toxic-Schaden. Die Frage ist halt, können wir jetzt ihn schon sweepen mit den Rocks draußen? Mit ja lol, ey. Das ist unser Azumarill. Müssten wir eigentlich, könnten wir doch bestimmt, oder? Ich hab in den Regeln nachgeguckt, ja. Sie Belgium ist erlaubt. Ich hab's geguckt. Entsprechend drücken wir das jetzt auch einfach. Es ist ja doch erlaubt sein, oder? Also. Belgium. Also ich habe wirklich nachgeguckt und da stand es nicht. Wenn es zwar verboten ist, dann ist es irgendwie versteckt und ich habe es nicht gefunden, dann ist es halt schlecht. So, aber wir drücken es jetzt. Er drückt EQ. So. Ich glaube, wenn es nicht erlaubt ist, ist halt, dann habe ich halt komplett verkackt und versagt. Letztes Mal muss ich es halt nicht benutzen, aber dieses Mal will ich es benutzen. Und mit die Rocks helfen einem halt schon extrem. Da kann man nicht arguen, dass sie nicht helfen. Wir sollten auf jeden Fall auch Bullet Punch überleben von Xerox. Ganz, ganz sicher. Ja. Da kommt jetzt rein Xerox. Und Angulos ist eigentlich. Stirbt eigentlich. Also, das sollte. Und wir sind halt schneller. Zumindest mit dem Set sind wir schneller. Glaube ich zumindest, oder? Komm, oder? Haben wir davon? Bengoff, hat wie viel? 15. Dazu mal auch 5. Oder? Wir haben kein Speed Investment, glaube ich. Wir sind Full HP. Könnte HP drin sein. Wir sind tatsächlich Full HP. Weiß er nicht, oder? Die spielen doch alle Minus-Speed. Den. Frage ist, ob Aquajet den killt. Doch halt schon. Das ist halt plus 6. Aquajet plus 6 macht 64,5 mehr Damage. Wenn er das Set spielt, was ich hier halt vor mir habe. Ich drücke einfach mal Aquajet. Er ist halt schneller als wir. Das gilt. Gut. Okay. Alles klar. Aizawa! Der Patronium, den sollten wir auf jeden Fall leben. Außer er quittet uns jetzt des Todes weg. Ah, wir leben den. Geil. So. Jetzt Tangrowth. Bild knock auf den. Geh nicht mal in den. Der hat aber noch eine Prio, scheiße. Okay, nevermind. Es ist kein Clean Sweep, aber es ist fein, I guess. Wir drücken auf jeden Fall nochmal Aquajet, aber der hat wahrscheinlich der einfach Mach Punch wahrscheinlich, bin ich mir ziemlich sicher. Er hat ihn, okay. Wir leben den, okay. Aber meint, ist doch vielleicht ein Clean Speed? Okay. Anger of Fisker. Oh Gott. Zu wenig. Wir müssen also Play Roughen, aber das ist fein, wenn wir müssen. Wir drücken einfach Play Rough. Knuddler, wir knuddeln ihn weg. Vielleicht auch Speed, der uns leider auch nicht minus Speed gewesen, aber ich gehe davon ganz stark aus. So, treffen und das gut. Ganz, ganz safe.
Da ist noch Mega Lens, das sollte keine Prio haben. Ja, ne? Und damit ist Jalol, ey, einfach. Puh. Das ist schon ein ziemliches Jalol, ey, würde ich sagen, ne? Ach, fang, ey, Estro, er hat ja gerade geschrieben, ne? Valley Drum war doch nicht. Wo? Gut. Aber anscheinend nicht. Ich hab's auch vorher nachgeguckt. Also. Das sollte stimmen. So, GG an Krawotzki. Also das Team ist halt auch einfach gut. Also ich habe halt. Das, guck mal, man wechselt da einfach X-Control rein, was irgendwie von einem Scald super gut getroffen wird. Und es macht einfach ein Drittel nur. Und du musst halt rauswechseln, weil du Angst davor hast, dass EQ dich killt. Komm, zack, Toxic. Setup voller Bam, tot. Alles weg. Einfach geil. Also, puh. GG.